Liebe Festgäste, im Namen der Ortsgemeinde Ewiger Ellern und der gesamten Dorfgemeinschaft darf ich Sie zum Weihnachtsheimatfest des Ewiger Jerusalem ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Besonders begrüßen darf ich unsere Weihmajestätin, Weihkönigin Anna die Erste mit ihren Prinzessinnen Annalena und Pauline. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr das Amt wieder für ein weiteres Jahr übernommen habt. Dankeschön. Begrüßen möchte ich auch den Beigeordneten des Kreises Kornzell, Herr Thomas Basten, da steht er. Alle Vertreter der Vereine und im Besonderen unsere Musikkapelle. Die Römergruppe und die Winzerkinder, die uns hier begleitet haben und diesen schönen Rahmen bilden. Es freut mich. Gerne. Klatsch mal. Es freut mich, dass auch wieder zahlreiche Gäste unser Fest besuchen, die schon viele Jahre gerne zu uns kommen. Herzlich willkommen. Auch in diesem Jahr ist die Ortsgemeinde wieder Ausrichter des Festes. Ich danke ganz herzlich dem Festausschuss und allen Helfern, die das Fest mit Stämmen und somit überhaupt erst möglich machen. Es freut mich ganz besonders, dass unsere Weihmeister wieder tatkräftig dabei sind. Toll. Herzlichen Dank auch den Spendern, die das Fest finanziell unterstützen. Zu Petrus haben wir in diesem Jahr wohl nicht so einen ganz guten Draht, aber ich bin zuversichtlich, dass es sich noch bessert. Hält ja im Moment. Der Festausschuss hat für Sie, liebe Gäste, wieder ein tolles Programm zusammengestellt, welches das Fest garantiert wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt. Ein besonderes Highlight sind in diesem Jahr wieder die Events vom Tanzchor Rhein-Wupper, die uns schon oft besucht haben. Tanzen morgen. Ihnen allen wünsche ich schöne und harmonische Festtage. Euch, liebe Anna, liebe Annalena, liebe Pauline, wünsche ich eine schöne weitere Regentschaft bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein und darf euch nun um die offizielle Eröffnung des Weinfestes bitten. Super.